Herzlich willkommen an meiner Wenigkeit, der Sky, schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht um den Unreal Engine Marketplace und um das Thema Copyright. Also wenn du Käufer bist, schau auf jeden Fall jetzt zu. Oder eher gesagt, höre zu. Es geht um das Thema Copyright, wie gesagt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier irgendein Pack im Unreal Engine Marketplace kaufe, dann bekomme ich eine kommerzielle Lizenz, um das Ganze kommerziell zu nutzen. Hier gibt es jedoch einen Haken. Auch wenn ich Sachen kommerziell benutzen darf, sagt mir keiner, ob ich überhaupt die Rechte daran jetzt besitze, um es kommerziell nutzen zu dürfen. Natürlich, keine Sorge, bei meinen ganzen Packs ist das kein Problem, das dürft ihr natürlich. Aber es ging speziell um ein Panzerpack, was mir in dem Sinne aufgefallen ist, durch den User Manatee. Oder Mighty Manatee. Er hat nämlich die Frage gestellt, hast du überhaupt eine Lizenz, um diese echten, in der echten Welt existierenden Panzer und die Marken dieser Panzer nutzen zu dürfen? Ich habe nämlich keine Lust, in meinem Spiel nachher, verklagt bzw. eine Abmahnung zu kassieren, ja? Und das ist eine extrem interessante Frage, die wurde leider immer noch nicht beantwortet und ich fand die interessant, 4 andere Leute fanden die auch interessant und sie ist vom 9. Februar. Ich habe nämlich am 9. Februar das Ganze im Discord auch nochmal mir die Frage generell gestellt. So, und das Problem ist, er hat sie leider einfach nicht beantwortet, die Frage. Heißt also, das hier ist ein wunderschönes Panzerpack. Also wirklich, das ist extrem schön gemacht. Wir sehen, er hat Wert auf Detail gelegt, die Texturierung, alles ist wirklich ideal gemacht. Und dann kommen wir auf hier diesen schönen Panzer. Das ist der Leopard 2A für 7 Panzer. Und das ist ein deutscher Panzer. Ich könnte jetzt auch jeden x-beliebigen anderen Panzer zeigen, aber wir wissen, dass das ein deutscher Panzer ist, es ist eine deutsche Herstellerfirma und diese Firma hat auch natürlich Rechte an ihrem eigenen Produkt, dem Panzer Leopard 2. Jetzt ist das Problem, dieser Panzer ist wirklich schön gemacht und sehr detailliert. Das ist in dem Fall ein Nachteil und ein zweiter Nachteil ist, dass dieser Panzer auch direkt als Leopard 2A7 beworben wird. Stellt euch mal vor, ihr macht eine Art World of Tanks. Ihr kauft euch jetzt für 418 Euro oder das Einzelstück, ich glaube für knapp 100 Euro oder so, hat das gekostet, den Leopard 2A7 Panzer. Ihr fügt den ein und jetzt macht ihr Werbung für euer Spiel. Ihr veröffentlicht das auf Steam, macht Plakatwerbung, macht Internetwerbung, also Social Media Gedöns und so weiter. Hängt jetzt ein fettes Werbeplakat in Koblenz, in Berlin, in Düsseldorf, weiß der Geier, in Frankfurt auf. Und jetzt auf einmal habt ihr das Problem, dass ihr einen Brief bekommt nach Hause mit einer Abmahnung und einer Unterlassungsklage von dieser Firma, die den Panzer herstellt. Die sagt nämlich jetzt, Alter, das ist unser Panzer. Warum? Ihr habt uns doch nicht mehr gefragt, ob ihr das überhaupt machen dürft und jetzt nutzt ihr einfach unseren Panzer 1x1 hier, ne? Das haben wir euch nicht erlaubt. Ihr habt auch nicht gefragt, aber das haben wir euch auch nicht erlaubt. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, aber ganz ehrlich, guckt mal an, einige Spiele machen das mit diversen Panzer, zum Beispiel der Abrams-Panzer hier ganz hinten, der wird sehr, sehr oft verwendet und wir haben nicht gehört, dass da irgendwie jemand rumgeheult hat. Es geht nicht darum, ob das toleriert wird, es geht darum, ob ihr es dürft oder nicht. Weil auch wenn zum Beispiel bei dem einen Hersteller das toleriert wird, kann es immer noch sein, dass bei euch speziell, wegen was auch immer, ich sag mal, diese Firma oder diese Firmen dann sagen, ey, nein, das wollen wir nicht. Das ist ein riesiges Problem. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, dass ihr eine Abmahnung bekommt und dass diese Abmahnung absolut legitim ist, weil ihr prinzipiell gerade eine Markenrechtsverletzung begeht. Und das ist gerade wichtig für Indie-Hersteller, weil auch für generell alle, ja, für alle Firmen ist das wichtig. Aber ich meine, ihr müsst euch mal so überlegen, ihr habt nicht viel Geld und dann kommt auf einmal eine mehrere tausend Euro-Abmahnung daher geflattert und jetzt sagt ihr, ey, Moment mal, stopp. Ich habe ja eine kommerzielle Lizenz im Unreal Engine Marketplace gekauft, ne? Ihr habt ja eine kommerzielle Lizenz. Habt ihr ja, deswegen, ich habe ja in dem oben rechts eingeblendeten Video das auch mal erklärt, wie die Lizenzen sind. Richtig, wenn ihr nämlich jetzt für 418 Euro dieses Pack kauft, erwerbt ihr letztendlich eine kommerzielle Lizenz, um hier diese Panzer in einem kommerziellen Spiel nutzen zu dürfen. Frage, habt ihr jetzt eine kommerzielle Lizenz? Ja. Aber habt ihr jetzt auch prinzipiell die Lizenz, um diese Marke bzw. dieses Modell von einer anderen Firma, die davon nichts weiß, dass ihre Produkte hier gerade verkauft werden, nutzen zu dürfen? Nein, diese Lizenz habt ihr nicht. Das bedeutet, technisch gesehen habt ihr die Lizenz von Yahara Interactive, die Produkte nutzen zu dürfen. Aber hat Yahara Interactive die Lizenz überhaupt, die Produkte zu verkaufen zu dürfen? Das ist die Frage, die hier sehr interessant ist und die wurde ja leider nicht beantwortet von dem Hersteller, was ich sehr, sehr schade finde. Fallbeispiel. Ja, wir haben jetzt diese Art World of Tanks fertig gemacht, ja? Und wir werden jetzt eine Abmahnung bekommen von dem Unternehmen oder von mehreren Unternehmen, die diese Panzer hergestellt haben. Nicht schön, aber wir wählen jetzt mit unserer Lizenz und sagen, ich habe so Unreal Engine Marketplace gekauft. Ihr geht also zum Unreal Engine Marketplace Support und was werden die euch sagen? Diese Antwort kann ich euch nämlich jetzt liefern. Ich habe den Unreal Engine Marketplace sofort gefragt. Deswegen vielen lieben Dank nochmal für die Antwort vom Unreal Engine Marketplace Support.
Sie haben geschrieben, hallo Thorsten, danke, dass du uns kontaktiert hast. Wir haben das Produkt natürlich überprüft und ist in Ordnung innerhalb unserer Marketplace Guidelines. Also, ne, die haben eben überprüft, ist es technisch auf dem Stand, den wir haben wollen und so weiter und so fort. Jetzt kommt generell der interessante Abschnitt. Leider können wir dir keine rechtlichen Advices, also keine rechtlichen Tipps, keine rechtliche Hilfestellung zu dem Thema geben, ob du das Ganze nutzen darfst oder nicht. Also Fakt ist an der Stelle, ihr habt eine kommerzielle Lizenz im Unreal Engine Marketplace gekauft, von Epic entsprechend, aber die verweisen ja nur dann auf den Entwickler, ja. Und ich sag mal, ihr dürft halt von dem Entwickler die Sachen nutzen, kommerziell, aber ob der Entwickler da überhaupt das Recht hatte, das zu verkaufen, ist eine ganz andere Frage. So, weiterhin schreiben sie, wir empfehlen dir letztendlich einen Anwalt einzuschalten und zu überprüfen, ob du das Ganze nutzen darfst oder nicht. Ob es Copyright oder Trademarks prinzipiell bricht oder nicht. Und das hier, dieser Satz, den könnt ihr euch jetzt mal in Ruhe durchlesen. Dieser Satz ist das große Problem an der Sache. Also, wir werden jetzt mal das Fallbeispiel ein bisschen weiter ausspielen, ja? Wir haben das Spiel gemacht, wir haben eine Abmahnung kassiert, vielleicht auch eine Unterlassungsklage wegen Marken, Rechtsverletzung, was auch immer. Spielt gar keine Rolle. Wir gehen zum Unreal Engine Marketplace Support und die sagen, Moment mal. Wir vermitteln das hier zwar, aber wir sind nicht dafür verantwortlich, wie er dieses Pack hier handhabt oder was er genau da verkauft. Okay, jetzt kommt der ein oder andere auf die Idee, dass er jetzt ganz easy daher sagt, und ich weiß, einer ist mindestens bei den Zuschauern dabei, ja, aber der Sky ist doch alles voll gechillt, jetzt kriege ich zwar eine Abmahnung und habe zum Beispiel 5.000, 10.000 Euro, die ich irgendwie zahlen muss als Mahngebühr, weiß der Geier. Spielt keine Rolle, aber das muss ja jetzt Yahara Interactive bezahlen, weil er ist ja der Hersteller und ich habe von ihm die Lizenz bekommen, die ich vorweisen kann. Das ist absolut korrekt, aber jetzt kommen wir zu dem anderen großen Problem. Jetzt musst du erstmal Yahara Interactive, du musst erstmal rechtliche Schritte in dem Fall gegen den Anbieter hier einleiten. Also ich muss an der Stelle nochmal kurz festhalten, dass das alles nur ein fiktives Fallbeispiel ist und jetzt einfach nur kurz von Yahara Interactive das Panzerpack hier nehme, um das zu demonstrieren, ja. Das Panzerpack ist cool, Grüße gehen raus an hier Yahara Interactive. Ist nicht böse gemeint, ich will es nur hier anhand des Beispiels euch zeigen und diese Aussage vom Unreal Engine Marketplace Team doch mal ein bisschen deuten. So, wir müssten jetzt Yahara Interactive in dem Fall kontaktieren, weil wir jetzt eine Abmahnung zum Beispiel in unserem fiktiven Fall bekommen haben. Und ja, wie machen wir das jetzt? Wir könnten natürlich sagen, wir schreiben eine E-Mail oder wir gehen über den Discord rein. Irgendwo müsste hier auch ein Discord sein. Hier, E-Mail-Support haben wir. Können wir ihn kontaktieren. Oder Discord. So, jetzt ist es aber so, keiner will irgendwie großartig was zahlen. Ist ja klar, keiner will das. Wenn ich euch jetzt sagen würde, ey hier, ich habe dein Produkt verwendet, du wolltest auch nicht zahlen. Scheiße, nein. Keiner will 10.000 Euro zahlen, unter Umständen mehr oder weniger. So, aber wir müssen natürlich jetzt irgendwie rechtliche Ansprüche geltend machen gegen ihn. Jetzt müssen wir also irgendwie rausfinden, woher kommt der gute Dude. Deswegen bin ich jetzt mal auf Yahara.com gegangen. Auf dieser Webseite würdest du aber auch nicht wirklich rausfinden, woher derjenige kommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich gucke in das Whois-Verzeichnis von der Domain etc. etc. und bestimmt würde das irgendwie gehen. Aber ihr müsst jetzt mal überlegen, wie viel kostet euch das, das Ganze einzuleiten, die rechtlichen Schritte gegen diesen User, während ihr noch die offene Mahnung und die offene Forderung von dem Unternehmen habt, die prinzipiell euch wiederum ans Bein pinkeln will, weil ihr die Lizenz von ihm verwendet habt, beziehungsweise vom Unreal Engine Marketplace und der Unreal Engine Marketplace aber wiederum von ihm, also auf ihn weist. Oh, das ist ganz schön kompliziert. Nein, Quatsch. Ich habe natürlich nachgeguckt und habe so gedacht, okay, man kann nicht rausfinden, woher der Gute kommt, ja. Ich habe jetzt nicht die Domain nachgeguckt, wie gesagt, das ist jetzt egal, es ist hier nur ein Fallbeispiel. Auf der Webseite findet ihr das definitiv nicht raus, woher die guten Herrschaften kommen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein Problem, überhaupt rauszufinden, woher die kommen. Es entstehen Kosten. So viel dazu. Das wollte ich euch nur mal mitgeben als kleines Fallbeispiel. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Sachen im Unreal Engine Marketplace kauft, müsst ihr immer gucken und selber feststellen, dürft ihr das überhaupt benutzen? Weil nur weil ihr eine kommerzielle Lizenz habt, heißt das nicht, dass ihr diese Sachen nutzen dürft oder nicht. Und das tut leider die Aussage vom Unreal Engine Marketplace im Prinzip nochmal fett unterstreichen. Deswegen immer aufpassen, was ihr kauft. Kurze Entwarnung von meinerseits. Meine Packs sind alle natürlich copyright-frei. Das heißt, ihr dürft die Schilder ohne Probleme nutzen. Macht euch da keine Sorgen. Ich war aber noch so frei und habe einfach mal in deren Discord nachgeguckt, ob irgendjemand danach schon mal gefragt hat. Leider hat keiner zu dem Panzerpack gefragt. Ich wollte euch das einfach nur mal jetzt kurz mal mitteilen. Es ging mir auch gar nicht darum, ob er jetzt die Lizenzen hier für das Panzerpack hat. Auch wenn ich persönlich sehr, sehr vorsichtig hier unterwegs wäre. Das will ich jetzt gar nicht beanstanden. Das ist mir persönlich völlig egal, weil ich das Panzerpack hier jetzt nicht benötige. Ich wollte es nur mal mitgeben und anhand von diesem Fallbeispiel zeigen. Mir ging es prinzipiell nur darum, diese E-Mail
euch prinzipiell zu zeigen und euch zu warnen, dass ihr immer auf der Hut seid, was ihr denn im Unreal Engine Marketplace kauft und auch gerade verwendet. Ne, also das wollte ich nur nochmal sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die, ich weiß nicht, Automotive war das, oder? Hieß das nicht so? Automotive Demo, irgendwie so hieß das. Und zwar diese Demo, wo der Audi drin war. Nee, nicht Audi, hier, das da. Das heißt, nur weil ihr jetzt das hier habt und das hier geholt habt, dürft ihr das nicht verwenden. Licensed for use only with Unreal Engine based products. Das hier ist ein sehr, sehr guter Punkt. Hier steht zum Beispiel, wir dürfen das in Unreal Engine Produkten verwenden. Aber die Frage ist jetzt die folgende. Wenn ich in Battle of Decay hier so ein Audi einfügen würde, genau diesen Audi, weil ich habe ja jetzt eine kommerzielle Lizenz und unter dem Ding steht sogar drunter, ich darf das in Unreal Engine Produkten verwenden. Ja, darf ich das denn wirklich? Vermutlich ist die Antwort nein. Ich müsste erst Audi anschreiben und Audi fragen, ob ich das überhaupt darf. Jetzt ist in dem Fall Epic Games hier der Anbieter davon, aber wenn ich jetzt den Support fragen würde, würde die Antwort wieder sein oder generell lauten, wir empfehlen dir selber Beratung, rechtliche Beratung einzuholen, ob du das benutzen darfst oder nicht. Das heißt, darf ich das hier benutzen oder nicht? Ich meine, ich könnte es benutzen, ich kann es hier meinen Warenkorb hinzufügen, bumm, ich kann das hier benutzen. Aber darf ich das auch benutzen letztendlich? Das ist die Frage und ich sage euch eins, die Hundescheiße, in die ihr da reintretet, bleibt an euren Schuh kleben und nicht an dem Schuh von dem Verkäufer an dem Stand, wo ihr gerade, naja, was gekauft habt und in die Hundescheiße reingelatscht seid. Das wollte ich nur mal sagen. Ich will natürlich jetzt keinem hier irgendwas unterstellen, dass ihr irgendwie was nicht verwenden dürft oder dass ihr irgendwie, keine Ahnung, dass irgendjemand keine Lizenzen hat. Das will ich keinem unterstellen. Ich will in dem Video nur euch darauf hinweisen, und das ist bei jeder Webseite so, am Beispiel vom Unreal Engine Marketplace, dass letztendlich immer ihr verantwortlich seid, was ihr euch kauft und was ihr vor allem in eurem kommerziellen Spiel oder in eurer kommerziellen Anwendung, was ihr dort verwendet. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Wie immer, ihr könnt gerne kommentieren und eure Meinung mal dazu reinschreiben. Ihr könnt auch mal gerne wirklich eure Meinung dazu schreiben, wenn ihr mir widersprecht. Das kann natürlich auch sein, ne? Leute, schreibt's unten rein. Wir sehen uns das nächste Mal immer sonntags um 20 Uhr im Stream. Ansonsten in dem nächsten Video, vermutlich dann nächste Woche. Ich fand das Thema hier nur sehr interessant. Findet ihr solche Themen interessant? Ich bin natürlich kein Anwalt. Ich kann das hier natürlich schlecht bewerten. Ich kann nur meine Laienmeinung dazu sagen. Es ist auch nichts anderes als meine Meinung. Aber ich denke mal, solche Themen sind wichtig. Was sagt ihr dazu? Sollen mehr solcher Videos kommen, auch von unterschiedlichen Plattformen? Findet ihr das interessant? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein! Thank you.